gespannt. Du kannst meinen Stream zurückspulen. Dann siehst du mein FC-Kollege. Einfach mal zurückspulen. So, jetzt enden mich welche. Das wollte ich jetzt nicht. So. Oh mein Gott. Ja, es ist schon mal... Also, ich habe ihn schon zwei in Shiny. Ne? Aber man geht gerne in den Raids rein. Ne? Mal gucken, Espada, was du so heute auf der Speisekarte hast. Ne? Das schauen wir uns mal an hier. Pokémon wechseln, ich gehe da am besten mit Gift rein. Habe ich irgendwas... Irgendein krass... Obwohl, scheiß drauf, das ist ein Vierer-Raid. Da gehe ich auch mit ihm rein. Das passt schon. So. Du hast einen Clip gemacht von meinen... Von meinem FC oder was? Nicht schlecht. GG. So. Oh Mann. Oh! Der Boy hat kein Prank rausgewollert, Freunde. Da ist er. Doch kein Prank. Nice. So, Pelzebub hat Bock, Freunde. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der Specht. Nimmt mal mit natürlich, auf jeden Fall. Wo ist das Problem? Freunde, wo ist das Problem? Habt ihr ein Problem? Pelzebubmon. Nice. Mein Lieblings-8. Gen-Pokémon. Also generell die Reihe. Wemon, Pelzebubmon und Olanga. Not bad. Not bad. Not bad. Kann man natürlich mitnehmen. Der sieht aber auch so gut aus in Shiny, ne? Der sieht echt so gut aus in Shiny, Freunde. Ich habe jetzt Olanga ganze Zeit natürlich in Shiny gesehen. Hab den schon in der Mitte schon vergessen. Aber der sieht so gut aus. Der bleibt forever Pelzebub, Mann. Der bleibt forever. Ja. Mittelcup. MC Battles incoming demnächst. MC Battles incoming. Schönes Ding auf jeden Fall. Da wird natürlich auch ein Sakati gerne horny auf sowas hier, ne? Okay, Guys. Gehen wir mal ihn mal ein bisschen rasieren hier. Bin jetzt einfach mit dem hier reingegangen. Passt eigentlich. Aber schön. Nice. Finde ich cool. Sehr geil. Ich muss jetzt überlegen, wie ich den catchen soll. Ich habe nachts, es ist ein normaler Raid, kein Giga. Also es würde mit Finsterball eigentlich ganz gut reingehen, könnte aber auch Widerball verwenden, weil ich ihn schon mal habe natürlich. Ne? Widerball, Finsterball. Ich würde aber eher auf Finsterball gehen, wegen optischen Dasein halt. Ne? Aber eigentlich muss er doch auch im normalen Finsterball reingehen, oder? Sollen wir doch keine Faxen jetzt hier machen. Puh. Schöner Raid. Schöner Raid. Come on. Timeball ist auch nice. Es gibt schon coole Bälle, ja. Beim Raid ist das halt so eine Sache. Boah. Wie aggressiv der Wurm ist. So, wer hat Bock auf den Raid hier vorne? Was ist da los? Hat jemand Bock? Ey, zwei Plätze waren da frei. Keiner wollte reinjoinen. Wir spielen hier mit zwei Bots. Das wäre eigentlich eure Chance gewesen, hier reinzukommen. Hä? Oh nein, dieses Mal ist das nicht der Raid von Kretze. Weil die Leute immer unterm Video schreiben auf YouTube direkt, oh, Kretze Raid, weiß man Bescheid. Irgendwie schon so ein Running Gag geworden, Alter, keine Ahnung. Oh Mann, Alter, nicht schlecht. So, okay, Guys, let's go. Finsterball, der muss im Finsterball drin sein, sonst gibt's Stress. Naja, sonst gibt's Stress. Säuglings gut. So, auf geht's, Guys. Rein damit. In dem Ball drin bleiben. Bam.
Nice. Nice, ich weiß nicht. Ist halt natürlich Giga ist nochmal was anderes, aber Leute, ich habe da auf jeden Fall ein bisschen Respekt bei den Dingern, besonders wenn es shiny ist. Aber mit Finsterball gefangen, sehr, sehr nice. Da ist der Boy. Gut, Bemon habe ich natürlich gehuntet. Pelzebub noch nicht, also als Reihe. Als Living Dex und so ein Kram, aber der ist jetzt auch am Start. Nice. Gucken wir uns mal den an, kurz hier. So. So, Strolch am Start.